Macht demonstrieren Anhänger der Friedensbewegung gegen die vermeintliche Lagerung von Giftgas. Berichte haben eine regelrechte Protestwelle ausgelöst. An Sitzblockaden und Demonstrationsmärschen beteiligen sich Menschen aus der ganzen Bundesrepublik. Nur die Fischbacher selbst blieben eher auf Distanz. Mit 18 Firmen wurde der Gewerbepark vor einem Jahr eröffnet. Inzwischen stieg die Zahl auf 25. Alle Gebäude sind verkauft, die Arbeitsplätze konnten in der strukturschwachen Region gehalten werden. Doch das ist nur ein Teil des ehemaligen Munitionsdepots. Hinter dem Zaun geht's weiter. Das Dreher? Ja, ist das so? Geist das Baby auch? Ich hab's gewiss, dass es kann. Ich filme jetzt schon 28 Sekunden. Das macht nichts. Ich tue aber jetzt so ein Bild machen. Okay, da muss ich mal gucken. Dass ich die Fies drauf kriege, die Lampe aus, ne? So, ja. Jetzt machen wir eins. Dann machen wir noch so eins, dass man, da sieht man nur die Manschette nicht. Das ist die, ja. Das ist so. Das gibt ein bisschen Problem. Das ist die Mario-Version.